Hallo und willkommen zurück zu Star Fox Adventures für den GameCube, gezockt auf Wii. Ich bin der Recki, wie ihr wisst, und wir haben hier die Runzelrübe für den Mammut hier eingesammelt und können ihn jetzt füttern, damit er wieder zu Kräften kommt, damit er sich stärken kann. That's better, but I need more. Hallo? Ist man verarschen? I'm so hungry. I need food. Noch mehr? Na gut, dann wollen wir mal hier weitergehen und gucken, ob es hier noch was gibt. Nee, das Ding will er uns ja öffnen dann. Oder jetzt stumpf wieder zurücklaufen und wieder eine Runzelrübe einsammeln. Das wäre ein bisschen lame, aber... Kommt leider immer öfters vor in so Spielen. Gucken wir, ob wir hier noch hochkommen oder ob der uns kaputt knallt. Ne, macht er nicht. Kaputt knallen tun sie nur im Porno. Und ja, Magie haben wir wieder. Übrigens ist mein langer ersehnter Wunsch wahr geworden. Paper Mario ist rausgekommen für die Virtual Console auf... Wow, was rennt er denn da rum? Auf der Wii U. Ich habe ja gesagt, dass ich es spielen werde. Ich hatte nur gehofft, dass es ein bisschen später kommt. Am liebsten würde ich jetzt sagen, nee, Dead Space spiele ich nicht. Was machst du denn da? Ich sag mal, Fuß. Okay. Na, ich will doch erst die andere Richtung lang gehen. Ja, am liebsten würde ich jetzt schon sagen, Dead Space lasse ich sein. Stattdessen spiele ich Paper Mario. Aber, naja. Ich hab's gesagt. Ich hab abgestimmt. Und was man einmal sagt, das macht man nicht rückgängig. Such hatte der doch gerade, ne? Da ist die nächste Rübe. Dankeschön, aber ich brauche mehr. Ich verfüttere die jetzt trotzdem. Nicht, dass er immer nur eine einsammeln kann. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Ja, und Ende des Monats kommt ja auch jetzt schon, also ich glaube, warte mal, nächste Woche? Übernächste Woche? Ist ja schon jetzt Ende des Monats. Kommt Yoshi's Woolly World raus, das wollte ich ja auch spielen. Aber ich glaube, ich spiele es wirklich nicht genau nach Release, weil... Wow. Nee, das ist nicht gut, wenn ich da runterfall. Wow. Weil, ja, schaffe ich halt nicht. Ich will jetzt nicht drei Projekte gleichzeitig machen. Irgendwie. Weil ich möchte ja wirklich, dass... täglich ein Projekt, ein Video kommt. Und ich muss natürlich eins von den Spielen dann, mal sagen, eine Woche lang nicht spielen, ne? Dass ich jetzt sage, an sechs Tagen kommt dreimal Star Fox, dreimal Dead Space. Und dann kommt dreimal, Woolly World und Dead Space. Und dafür, Star Fox halt nicht. Das fände ich nicht so toll. Wobei natürlich die Gefahr ist, dass ihr das dann bei jemand anders guckt. Aber, der stelle ich mir. Oh, I feel much better now. Weil, ich weiß nicht. Ich habe keinen Nerv mehr, da einen Stress zu tun oder ein Projekt dafür zu pausieren oder so. Get on my back. Let's smash those gates. Oder ich überlege mir noch eine andere Sache. Ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall werde ich es auch mit meiner Frau spielen, aber nicht mit euch zusammen, sondern alleine. Und ich werde es auch, bevor ich mit meiner Frau die Level spiele, erst im Let's Play machen, weil ich suche immer gerne alles ab. Und wenn die Frau dabei ist, geht das nicht so toll. Naja, ich überlege mir was. Wir sind hier trotzdem jetzt bei Star Fox Adventures. Vielleicht kriege ich auch Copyright-Probleme, wenn ich das sofort raushau. Weshalb das erst recht gut ist, wenn ich das noch nicht sofort mache. Wow.
Da will einer auf uns schießen. Und du? Gucken nur dämlich. Tja, und dass die Viecher hier sind, habe ich ja nur dem Dr. Zorn zu verdanken. Der hat die ja alle hier hingeschickt. Wenn ihr versteht, was ich meine, guckt sich die Kommentare zu, ich glaube, Folge 9 an oder 8. Ich weiß es nicht genau. Und da hat der werte Herr Dr. Zorn einen Kommentar hinterlassen, worauf ich mich jetzt bezogen habe. Ich hoffe, du freust dich. Ich finde sowas nämlich cool. So. Ich wollte die Magie hier einsammeln. Mensch. Ging nicht. Ah, da kann ich wieder absteigen. Gut. Dum, 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 dudelum. So. Dum, dum, di, dum, dum. Da komme ich nicht rein. Das sieht immer so aus, als könnte ich da rein, aber geht nicht. So. Kann ich die irgendwie von hier angreifen? Nö. Die Dinger nerven einfach nur. Ey. Ach, hier muss der das drauf schießen. Gut, dann mach das mal. Also drauf schießen, so richtig. Macht er nicht. Naja. Da unten ging es lang. Wie weit sind wir schon? Okay, da sind wir erst. da ging es lang, genau. Hier haben wir Energie für uns wahrscheinlich. Und Magie. Nicht Magie, sondern Magie. Flame! Wie er das dachte, ist so geil. So, warten. Wie lange der da den Flammenstoß macht, ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja, ist ja gut. Warum schickst du mich zu den Schwarzeisminen? Schwarzeis, Schwarzeis, Schwarzeis. Wow, da müssen wir drei Zahnräder schon finden. Das war der Anfang eigentlich so eine Art Tutorial. Halt. Nicht hier wieder runterfallen. Ah, dann können wir wahrscheinlich dann selber schießen gleich, wenn wir da sind an dem Ding. Hier ist wieder Energy. Unser Freund braucht mal ein paar Pilze, aber irgendwie ist der Freund nicht da. Können wir den rufen? Nee, der kommt hier wahrscheinlich nicht hin. Und tschüss. Aha, jetzt geht das auf. Und es kommen natürlich noch mehr raus. Trötet der jetzt? Ne, er guckt. Okay, ist ein Fernglas. Sah erst aus wie so ein... wie heißt es? Sag mal schnell. Wie eine Tröte halt. So ein Horn, genau. Wo die so reinpfeifen und dann kommen 1000 Gegner. So, död. Du bedienst jetzt eine Sharpclaw-Kanone. Ziele mit Hilfe des und halte gedrückt. Je länger du drückst, desto weiter wird der Schuss. Das kostet dich aber auch Stabmagie. Wow, viel zu weit. Zu kurz. Yay. Kann ich euch von hier besiegen? Kann ich irgendwie... Guck mal, was passiert denn, wenn ich bis ganz hin hinschieße? Ich habe irgendwie die ganze Zeit meinen Freund getroffen. Wollte ich gar nicht.
Yay, alle weg. Yay. Ja, und die E3 war ja jetzt oder ist jetzt, wie auch immer. Heute wurde auf jeden Fall einiges Cooles angekündigt. Leider nicht so für Nintendo, aber für Sony und für Xbox. Also für Microsoft. Oder von Microsoft. Und die Mario Maker, doch, das war genau, die Mario Maker, diese Nintendo World Championship Geschichte. Habe ich mir nicht komplett angeguckt, ist mir zu lange irgendwie. Weltgeil, ja, weiß ich doch. Aber das mit dem Mario Maker, das war echt cool. Da freue ich mich schon drauf. Und irgendwie kitzelt mich immer irgendwas, ich weiß gar nicht was. Ah, hier am Popschutz guckt so ein Faden raus und der kitzelt mir immer in der Wange, an der Wange. Achso, hier kann ich meinen Stab reinstecken. Zahnrad. Ja, drei brauchen wir. Eins haben wir schon mal, das ist schön. Und nochmal ein Jingle. Oh. Was gibt's denn noch? Gears of War wurde endlich angekündigt. Der vierte Teil. Ach ja, die Rare Collection. Mit Banjo-Kazooie und Conker's Bad Fur Day und 30, also insgesamt 30 Spielen von Rare. Beim Anschalten hier von Star Fox habe ich schon gedacht, na, ist auch von Rare, aber das gehört wahrscheinlich zu Nintendo mit Star Fox und alles. Ist hier noch irgendwas aufgegangen? Was habe ich denn da oben gemacht? Achso, der braucht mal wieder hier ein bisschen Futter. Hallo? Ich hab doch gedrückt. Come on, gib mir her. Ja, ist ja gut. Bitteschön. So. Ich weiß gar nicht mehr, ob da noch was war. Auf jeden Fall ist hier eine Kiste. Heißt, uns fehlt noch eine. Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertan habe. Das war der erste Jingle und jetzt kommt der nächste. Oh. Rückenzahnrad. Ach. Sowas ist das. Ich dachte, wäre eine Zahnprothese. Ach ja, da ging es rein. Genau, das haben wir ja geöffnet. Ich wollte doch sagen, irgendwas haben wir doch geöffnet mit der Kanone. Und da werden wir das dritte haben. Das dritte Zahnrad. Werde ich weggeschubst? Nee. Aber hier können wir auf jeden Fall auch aufsteigen. Was ist das hier? Irgendeine Trompete oder so. Zack. Flame. Okay. Da ist das dritte Zahnrad. Und dann können wir wahrscheinlich mit dem Mammut da rüber gehen und dann können wir hier weiter. Und der Jingle. Hihi. So, jetzt haben wir alle drei. Hier war nichts mehr. Achso, das brauche ich auch nicht öffnen. Da können wir auf den Typen aufsteigen und dann geht es hier wahrscheinlich weiter. Wow. Video. Sequenz. Was war das? Zu kalt? Sagt nichts. Sagt echt überhaupt nichts. Geht hin und geht wieder weg. Auch nicht schlecht. Ach nee. Zahnrad, 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 Zahnrad. Das war doch hier irgendwo, ne? Hier runter. Nee, das war. Verdammt, wo war's denn jetzt? Bin ich hä? Von da sind wir gekommen. Ich meine, hier irgendwo habe ich das doch dann gesehen, oder nicht? Achso, da hoch? Nee, nicht hier. Let me in Ruhe. Hier hoch, ne? Wenn nicht, müssen wir nochmal zurücklaufen. Da war's doch, genau. Zahnrad.
Zahnrad. Und ihr werdet es nicht erraten können, aber Zahnrad. Hä? Macht er nicht. Weil ich 3 mm zu weit rechts stehe. Ernsthaft? Und den Hebel noch betätigen. Klong. Jetzt geht ja die Brücke auf. Also auf. Also wird aktiviert. Sehr schön. Auch du brauchst doch nicht die Leiter nehmen für die 3 Meter da. Ach, noch nicht mal. Da sind nur ein paar tote Äste. Hier können wir wieder buddeln. Und hinterher. Ah, da geht's dann lang. Das ist aber auch eine Sackgasse. Wie man sieht. Neue Fähigkeit. Okay, mehr kann ich eh nicht gebrauchen. Kann ich hier hoch? Was kaputt machen? Oder kann der irgendwas machen? Ja, die brauche ich doch nicht kaputt machen. Ist doch Quatsch. Hier komme ich nicht hoch, also. Wir rennen mal schnell. Irgendwas. Oh, was hat er denn? Ja, look at this. Was denn? Ist doch nichts. Bestimmt schon wieder zu viel Zeit verloren, aber dann können wir gucken, was wir machen müssen. Hä? Hier geht's gar nicht rein. Also jetzt habe ich echt keinen Überblick mehr. Hier oben auch noch irgendwo was? Nö. Ja, look at this. Ja, was ist denn da? Was denn? Da ist doch gar nichts. Also ich weiß echt nicht, was das gerade bewirken soll. Aber vielleicht werden wir es ja jetzt sehen. Ah. Der Sprung des Glaubenden führt jenen zum altehrwürdigen Preis. Der Sprung des Glaubenden? Ja, auf jeden Fall sind die Dinger dann, da ist so ein Dingen halt vor. Und man sieht, dass da so Rauch rauskommt hier aus dem Ding und dann nicht mehr. Oder? Doch, immer noch. Aber das Ding ist zu. Hm. Der Sprung des Glaubenden. Ja, wo soll ich denn hinspringen? Nee, jetzt ist auch die Zeit weg. Okay. Also ist es wirklich irgendwas hier drin? Dann halten wir mal den Knopf hier drauf. Kann denn hier irgendwas machen? Ich meine, klar, sagt er hier bei den Viechern, sagt er dann. Such oder so, aber. Nein. Flamme kann er machen. Achso, da muss er in jedes Ding reinschießen, wa? Okay, verstanden. Doch ein bisschen simpler als ich dachte. Oh, er braucht wieder Futter. Schnell! Ja, reicht. Ich habe noch 20 Sekunden. Wir müssen ja nur noch ein Ding machen hier. Das meinte er damit. Look at this. Okay. Alle 4 offen. Also am Brennen meine ich.
ist Nacht, also schlafen die. Ist auch schön, weil sie da nicht wegrennen, wollte ich gerade sagen. So, dann geht's hier jetzt endlich weiter. Was hat er jetzt gesagt? Der Sprung, das meinten die damit. Der Sprung des Glaubenden führt jenen zum altwürdigen... Ja, das sah man doch, dass da so Funkeldinger sind. Hab ich mir schon gedacht. So, was ist das da unten? Sieht lustig aus. So, und da ist ein altehrwürdiger Preis. Ach so, ja. Anzünden, aufmachen und da ist diese Trompete da. Dieses Dingen, das Zeichen. Yay! Da 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 da. Das ist das Dinohorn. Findest du die passende Hornplatte am Boden, kannst du damit jemanden zu Hilfe rufen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir viel geschafft. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!